Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Erntwein singt, ob auf Facebook, Instagram oder YouTube. Ich bin Dani Erntwein, Sängerin und Voice Coach, und heute ist mal ein ganz quicker Quick Tip Monday dran. Letzte Woche habe ich euch erzählt vom tollen, knarzigen Vocal Fry. Und ich habe euch erzählt, warum ich so ein riesen Fan davon bin. Heute möchte ich euch eine kleine Übung zeigen, wie ihr den Vocal Fry für euch entdecken könnt. Ganz wichtig, grundsätzlich beim Erforschen und beim Einsetzen des Vocal Frys sind zwei Punkte. Erstens, leise. Oder besser gesagt, nicht laut. Ihr müsst jetzt nicht bewusst leiser machen, aber einfach guckt, dass ihr nicht laut macht. Es geht alles eher zurückgenommen von der Lautstärke her. Dann der zweite Punkt ist locker. Alles ist tiefenentspannt. Und da kommen wir auch schon zur Übung. Stellt euch mal vor, vielleicht müsst ihr euch das auch gar nicht vorstellen, vielleicht wisst ihr genau, was ich meine, wenn ich davon spreche, wenn wir morgens aufwachen und ein bisschen noch verschlafen sind. Die Stimme muss ja auch erstmal warm werden. Und meistens ist da wirklich so ein ganz leichter, so ein Vocal Fry drauf. Und dann wirklich, das ist so, wenn man todmüde ist. Und dann wirklich so, oh Gott, jetzt muss ich ins Büro. Ich habe da gar keine Lust zu. Oh Gott, I'm so tired. Das ist der Vocal Fry. Er kommt ganz natürlich, nicht drücken, pressen oder nein, gar nicht. Es ist total alles tiefenentspannt und losgelassen und ach Gottchen, boah, bin ich geschafft. Und damit könnt ihr mal rumexperimentieren, wenn ihr singt zum Beispiel. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel kann der Vocal Fry eurer Stimme, der Kopfstimme mehr Kraft geben. Er hilft euch, die Tiefen richtig zu erkunden und zu kräftigen auch. Und dann auch den Übergang und die Mittelstimme, ja, ihr ein bisschen mehr Biss zu geben. Ja, experimentiert damit rum und wirklich klingt bescheuert dabei. Seid wirklich so, ich dir, oh mein Gott, ich bin so müde. Oh mein Gott. Okay. Findet den Vocal Fry für euch auf ganz entspannte Art und Weise und ich bin gespannt, was ihr berichtet. Es darf nie wehtun. Ja, ganz wichtig, der erhobene Zeigefinger. Macht es gut, bis dann. Tschüss.